In diesem Video möchte ich dir drei vergessene Bewegungen zeigen, die zu mehr Power beim Treiber führen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Seitdem ich begonnen habe, biomechanische Messungen zu machen, das ist so circa 8 Jahre her inzwischen, bin ich total interessiert darin, wie man einen Golfschwung schneller machen kann, ohne dass man sich noch mehr anstrengen muss. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel darüber studiert und habe 3 Sachen gefunden, die ich dir heute zeigen möchte, die meiner Meinung nach Amateurgolfer nicht gut genug machen oder gar nicht machen. Und diese möchte ich eben in diesem Video heute behandeln. Tipp Nummer 1. Das Becken geht im Aufschwung rauf und runter und im Abschwung wieder rauf. Was heißt das? Die meisten Golfer haben die Idee, dass wenn man ein Setup einnimmt, dass die Höhe immer genau dieselbe sein soll, im Rückschwung und im Durchschwung. Wenn man aber zum Beispiel Athleten anschaut, wie zum Beispiel Tiger Woods, dann sieht man, dass diese am Anfang des Aufschwungs relativ hoch bleiben und sich dann Richtung zweiten Teil des Abschwungs beginnen zu senken, durch die sogenannte Transition-Phase durch, bis ungefähr der linke Arm hier ist, und dann beginnen sie sich aggressiv von unten rauf zu stoßen. Jeder kennt die Bilder von Tiger Woods, wo er ungefähr so viel Höhe mit dem Kopf verliert, als er noch sehr jung war, und das war genau der Grund, warum er so viel Power hatte. Das heißt, in einer guten Bewegung wird man ungefähr, bis der Schläger hier parallel ist, versuchen wollen, mit dem Becken hoch zu bleiben. In der zweiten Phase des Aufschwungs beginnen wir dann eben schon in die linke Seite hineinzuladen, den linken Fußball hineinzuladen, und das Knie geht runter, dadurch geht auch das Becken hinunter. Das geht dann ungefähr so lange, bis ich ungefähr mit dem linken Arm hier bin, und dann wird kräftig hinaufgestoßen. Diese Aktion, sage ich immer, ist gratis. Man kann sie machen, man muss sie nicht machen, aber wenn man sie macht, bekommt man gratis Schlägerkopfmeilen dazu, und es entlastet auch sehr die Bewegung. Tipp Nummer 2. Man beginnt in Flexion, streckt und geht in Flexion zurück. Was heißt das? Ich habe hier Mannschaftsspieler Alexander, der Handicap 1 spielt, vor der Kamera, der uns jetzt hier als ein Model dienen wird. Und du wirst jetzt sehen, dass wenn er jetzt eine Ansprechposition einnimmt, genau, dann sieht man hier, dass er hier seine Wirbelsäule, ja, gute 40 Grad nach vorne geneigt ist. Das nennt man, die Wirbelsäule ist in Flexion. Und das Lustige ist, jetzt wird er diesen ganzen Flex, bis er oben ist, aufgelöst haben. Alex, schwing mal kurz auf, bitte. So, man sieht hier, dass seine Wirbelsäule wirklich fast gerade dasteht. Dieser Flex ist verschwunden, wäre noch im Flex, also hätte er quasi das nicht gemacht, dass er nicht aufgestanden wäre, dann wäre er jetzt quasi immer noch in eher so einer Position hier. Aber Alex, das fühlt sich nicht natürlich an. Ja. Du gehst das jetzt quasi, du streckst dich quasi in diese Richtung mit dem Oberkörper. Ja? So. Jetzt, wenn er abschwingt, macht Alex Folgendes. Er wird jetzt, hast du euch in andere Richtungen? Dann sieht man hier, dass er zwar immer noch die Neigung hat, aber diese Neigung hier hat er nicht deswegen, weil er in Flexion ist, sondern weil die linke Schulter einfach etwas tiefer ist. Das heißt, er hat eine Seitbeugung. Was er jetzt machen wird, ist, er wird jetzt hinunterschwingen, bis der linke Arm circa parallel ist. Und man sieht jetzt, dass der Wirbelsäulenwinkel, den er am Anfang hatte, jetzt wieder hier ist. Und das ist eine der kräftigsten Bewegungen, die wir haben im Golf. Viele Hobbygolfer vergessen das zu machen und beginnen dann eigentlich eher ihr Becken nach vorne zu bewegen. Das heißt, wenn sie hier sind, gehen sie eher in diese Richtung und kommen eben nicht zurück. Und das führt zu schwachen Schlägen und, ja, und zu allen möglichen Ballflugproblemen. Tipp Nummer 3 für mehr Power beim Drive. In einem ehemaligen Video habe ich gezeigt, dass es wichtig ist, dass der linke Arm sich von der Brust trennt. Ich möchte dazu noch 2 Sachen sagen. Es ist einerseits wichtig, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Und zwar, es soll niemals passieren, bevor der Ball getroffen wurde. Erst wenn der Ball im Treffen im Prozess ist, das ist die Phase, wo der Arm von der Brust geht.
Und das Zweite, was wichtig ist, ist die Position der linken Schulter. Und zwar, was viele falsch machen, ist, dass wenn sie hier durchschwingen, dass sie an der linken Schulter anziehen und sie hochziehen, aber nur über das Schulterblatt. Wir wollen die linke Schulter hochbekommen über die Seitbeugung des Körpers, und nicht, weil wir das Schulterblatt hinaufziehen. Wir sind wesentlich kräftiger, wenn das Schulterblatt, während wir den linken Arm von der Brust lösen, unten bleibt, unten stabil bleibt. Das schaut dann so aus. Das heißt, in einer Bewegung sieht das dann so aus. Man sieht immer noch, die Schulter ist tief unten hier und ich habe sie nicht hoch hinaufgezogen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und hier unten hast du auch noch zwei weitere Videos zum Anschauen und hier drüben kannst du auch noch gratis meinen Kanal abonnieren. Also danke fürs Zusehen, wir sehen uns bald.